So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier und willkommen. Nach für mich langer Zeit, 3, 4 Monate oder so, würde die YouTube-Video schon einen Tag später zu einer weiteren Runde Prey. Ich weiß gar nichts mehr. Deswegen einmal nachschauen. Ich weiß noch, wir sind der Feuertyp, also ich habe grob in den letzten Part reingeschaut. Also, was heißt grob reingeschaut? Ich habe den die ganze Zeit neben mir laufen lassen. Sammelte das Psychoskop ganz oben ein. Wir sind im Labor, oder? Ja, das heißt, wir müssen einfach jetzt ganz hoch. Okay. Dort machen wir. Shuttle ist da hinten, aber da wollen wir nicht hin. Ja, irgendwas strahlt hier. Das ist auch nicht so schön. Ich bin umgezogen, deswegen hat das ein bisschen mit den Parts gedauert. Und ich hatte auch nicht so wirklich Motivation. Aber jetzt bin ich wieder voll dabei. Hoffentlich. So, nehmen wir mal die Agaven. Ah, wie kommen wir jetzt ganz oben ins Labor rein? Haben wir die Glugern? Wir haben eine Ladung. Wir haben diese coole Spirale. Begleitoperator Mimik. Das ist natürlich cool. Aber die Glugan haben wir nicht. Wir haben nur die Ladung. Wir müssen da hoch. Boah, ist das. Ja, das. Das könnte. Moment, 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 halt. Das könnte. Ah! Ich glaube, das kann hinhauen. So, es tut mir auch leid, dass. Ich weiß gar nicht, ich vergesse schon wieder meine eigenen Sätze. Es tut mir leid, dass mein Gesicht so näher ist, weil das mit dem Greenscreen ist noch nicht ganz eingestellt. Und deswegen wäre jetzt hier unten, wo eigentlich noch ein bisschen Platz wäre, ist jetzt gerade nur schwarz. Und das muss ich noch mit künftigen Einstellungen beheben. Ah, wäre das noch so ein Millimeter höher? Da kann man hoch. Da wäre ein Lüftungsschacht. Oh. Ich glaube, man kann hier hoch. Achtung, Überschwemmung und elektrische Schäden entdeckt. Ah, okay, cool. Nicht so cool. Moment, Moment, Moment. Wir haben doch Pistolen, oder? Ja. Gut. So. Wir sollten uns auch beeilen, weil ich mag keine hohen Beschädigungsstufen. Warte, er hat doch Feuer. Feuer ist ausgerüstet. Also let it burn. Ne? Ich rede jetzt auch leiser, weil mir schlafen Leute. Das ist dann hoch. Natürlich nicht so cool, die aufzuwecken. So respektvoll muss man dann doch sein. Unser Inventar ist voll, das ist ein bisschen blöd. Also Neuromods nehmen wir mit und die Sülzenzeug, das können wir schnell essen und trinken. So, bisschen umschauen. Ein Tresor. Oh, okay, zwei neue Sachen. Nett. Nimmt man mit. Wie ist das denn kartentechnisch? Ah, wir sind Ebene 3. Ach so, es geht hier auch gar nicht groß weiter. Okay, also es geht jetzt hier noch hoch und da gleich drüben noch hoch. Ja, chillig. Dann ist das alles hier erkundet. Lüftungsschacht können wir noch rein. Hallo? Hallo? Das bringt uns nur aufs Klo. Ah, da waren wir doch sowieso schon. Okay, vielleicht kann man auch vom Klo hier hoch. Hoch. Die andere Methode war aber eigentlich gut genug. Oh Gott. Warnung, Verbrennungstrauma. Ärztliche Hilfe empfohlen. Das war stupid. Oh, haben wir irgendwas gegen Verbrennungen? Ja, Kaviar. Hilft. Ja. Wir haben nur Food. Steuermodul. Wir haben nichts gegen Verbrennungen.
Ah doch, eins noch. Okay, sehr gut. Okay, da müssen wir für unsere eigenen... Für unsere eigenen Fähigkeit aufpassen. Hm. Da hinten blitzt überall. Wir haben kein Glue. Da liegen Neuromats auf dem Tisch. Aber ich glaube, mit dem Taser kann man das kurz ausschalten. Ich will dennoch kurz nach oben. Hier ist alles tot. Gut, freut mich. Also nicht schön für die, aber für mich schon. Ein Bolzenwerfer und ein Psy-Hypo, die nehme ich mit. Bolzenwerfer, ich weiß nicht. Brauchen wir nicht unbedingt in der Simulation, ne? Die Beschädigungsstufe ist gleich einfach schon 3. Okay, E-Mail. Projekt Genesis. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Irgendeinen neuen Chipsatz. Nice. Datenspeicheroperator. Hm, bringt mir nichts. Bringt nichts, nada, niente. Ja, ich habe dich wohl übersehen. Es tut mir leid. Da ist das Psychoskop. Und damit haben wir eine neue Dame freigeschalten. Und wir können das Tutorial auch anschauen zum Psychoskopieren. Nett. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. So, ist hier was? Nee. Irgendwas, was kann man da unten reparieren? Drüben ist noch was. Hier war das Labor, das weiß ich noch. Da wollten wir nicht rein. Und hier drüben bei den Fluchtkapseln. Ach so, das ist nur die Fluchtkapsel. Okay. Dann... Was ist das Ziel? Flucht im Shuttle. Fluchtkapsel? Massetreiber? Oh, jetzt habe ich das Essen gegessen, ne? Mimikportal. Entkommen mit dem Volontär. Sind wir der Volontär? Ich weiß es gar nicht. Wir sind der Volontär, okay. Ja, dann müssen wir... Aber es ist gesperrt. Miese Riese. Vitalwerte kritisch. Das war auch eine miese Brise. Okay, wir haben Anzugreparaturkits. Ne, die brauchen wir. Ah, gut. Medikits. Haben wir noch genug? Haben wir noch genug? Ich nehme mal doch die. Die Taser-Pistole. Das bringt nichts. Weil hier im Aktenschrank ist noch was. Das müssen wir festgluen. Aber wir haben 3 Rohrzangen. Wofür? Und dann geht's wieder von vorne los. Okay, nee, hier kann ich nicht weiter groß untersuchen. Das killt uns. Auch wenn ich echt gerne... Beschädigungsstufe 3, I hate it. Wir können nicht hacken, oder? Nein. Ja, miese Sache. Okay, nee, dann... Gott, es gibt einen kurzen Schock. Dann... Wir können nicht reparieren, oder? Es braucht die... Das braucht hier die Volontär... Also eine Menschenfähigkeit... Stoffwechselboost. Rückstoß. Und unbekannt. Boah. Achtung, Überschwemmung und elektrische Schäden entdeckt. Ach nett, eine Überschwemmung auch noch. Ja, das passt ja. Und dann noch elektrische Schäden. Ja, pass mal auf. Wie sollen wir jetzt entkommen? Ach, das ist doch scheiße. Die sind alle verfügbar, ne? Wir sind am Anfang der Simulation. Das heißt, eigentlich ist es egal.
Wir müssen zum Krater. Mal hacken können wir nicht. Krater. Na, das ist ja alles. Oh, warte mal, hier können wir was entriegeln. Oh. Das sieht gut aus. Pass auf, hier ist Essen. Das lassen wir liegen. Batterien, Glühladung. Jetzt hier wäre hier auch eine Pistole oder auch nicht. Nee, ist nur die Ladung. Die Muni nehmen wir. Und dann. Haben wir ja noch Neuromods gerade gefunden. Wir haben 4. Es braucht alles 5. Komm, weißt du was? Ich glaube eh nicht, dass wir noch welche finden. Also kaufen wir einfach das alles. Der hat Kaviar dabei. Das lassen wir alles liegen. Und hauen ab. Was sagt die Paarzeit? 11 Minuten. Entspannt. Ja, komm, bevor die Beschädigungsstufe hier noch kranker ansteigt. Moonworks nicht verfügbar. Krater. Ach so, nee, komm, warte mal. Haben wir die Pilotenfähigkeit? Weil sonst können wir ja nicht... Ja, okay. Ja, dann gehen wir zur Besatzungseinrichtung. Nee, dann müssen wir zu Moonworks. Sehen wir gleich. Ja, die 1000 Jahre Ladezeiten, die kicken wieder richtig gut rein. Da muss man schon strategisch rangehen an die Sache. Und das Shuttle ist da oben. Also doch hier. Ja, okay, wir sind richtig. Gut, dann rushen wir da schnell durch. Da ist ein Zystoid. Halt! Ich will euch scannen. Er explodiert einfach. Okay, aber Zystoiden haben wir eh genug. Komm. Prüfung abgeschlossen. Thermalmim. Ich brauche Äthermimix tatsächlich. Okay. So. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Okay, weg mit dem Scope. Auf die Muni achten. Okay, fuck it. Gut vorbereitet auf jeden Fall. So. Oh. Sehr schön. Eine Zeitschleife. Das ist ein bisschen offensichtlich. Ich kann die Waffen nicht wechseln, während wir im Scan sind. Okay. Ist doch nichts. Recycler. Welche Mimik bist du? Thermalmimik auch wieder. Ja, okay, pass auf. Gammelig. Ja. Nee, komm, lass abhauen. Echt keine Zeit verschwenden. Wir müssen nach oben. An Thermalphantom 3. Gar kein Bock. Er sieht uns noch nicht. Abgeschlossen. Ah, das... Oh, nee. Pass auf. Was bringt der? Virtuelle Maultier-Software, Version 1.0, geladen. Mesh wird gerendert. Wissenschaftsoperator, _alt, OBJ. Ich darf nicht verbrennen. Synthese-Dateien nicht gefunden. Verwende TTS. Autonomie-Setup 1.2. Okay, er redet mir zu viel. Eine Elite-Shotgun. 41 und 66. Oh, das wird so fett ausgetauscht. So, dann nehmen wir das noch mit. Geil. Und da ist das nächste. Keine neuen Daten. Okay, die kann man nur einfach scannen. Ich komme hier nicht vorbei, ne? Thermalbombe bringt mir nichts. Die Explosion könnte mir was bringen.
der Begleiter bringt mir gar nichts. Vielleicht der Mimik. Und dann müssen wir da die Treppe hoch zum Shuttle. Eventuell das noch reparieren. Ja. Machen wir gleich.